Frenkel frottelt. Heute. Let's Play ABC Schutzsimulator. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zum ABC Schutzsimulator Let's Play mit Harald Frenkel, der keinen Plan hat. Der wartet nämlich immer noch auf einen Giftgaseinsatz, den er niederschlagen kann. So heißt das nämlich. Giftgas niederschlagen. Und da habe ich versagt. Ein paar Ausgaben zuvor, ein paar Episoden zuvor und das möchte ich noch schaffen und dann ist Feierabend hier. Ich fahre hier den Zikon Turbospritzer, wie ihr sehen könnt. Das ist das Flaggschiff der Flotte hier. Und es nervt mich total, weil wenn man da nicht genau drankommt im richtigen Winkel, dann löscht das Scheißteil nicht. Und das hätte ich mit dem Schlauch öfter besser löschen können als mit dem blöden Teil. So, ich glaube, ich habe schon geschlafen, oder? Zuletzt. Da hier sind meine blöden Schweinekollegen, die sich hier irgendwie ständig befummeln und mit Pimmel aneinander reiben an der Tür. Das ist wie bei den Eskimos, ja? Nur dass bei den Schwuppen ist es so, die treffen sich und dann reiben sie sich erst gegenseitig am Pimmel. Ne? Das wisst ihr, oder? Nee, wisst ihr nicht? Okay, ja, dann habe ich hiermit meinen Bildungsauftrag mal wieder erfüllt. Also die reiben sich nicht die Näschen, sondern die Schniedels und wenn sie dann lang genug gerieben haben, dann gehen sie weiter. Werdet ihr da gleich sehen. Die sind offensichtlich besonders gute Freunde, die reiben sich sehr lange die Pimmel. Vielleicht sieht man das ja auch hier. Na, man sieht es nicht. Aber dann, ja, der Nächste. Hallo? Also Pimmel reiben heißt Hallo. So, das haben wir jetzt hier gelernt. Und wenn ich ins Bett gehe, dann nützt mir das nichts, weil ich hab schon geschlafen, glaube ich. Ne? Und hier irgendeinen Blödsinn machen. Ich bin ja sogar schon hier mit diesem Fahrzeug hier rausgefahren. Also auf dem Dach. Auch das hat funktioniert. Das war ganz witzig. Und wenn das nächste Mal der Zikon-Turbospritzer nicht funktioniert, dann verwende ich einfach den Handschlauch. Den Pimmelschlauch. Dann lösche ich mit dem. Ja, passiert jetzt mal bald was hier? Mir fällt noch was anderes ein. Man soll ja sein Fahrzeug waschen. Das interessiert mich natürlich nicht wirklich, aber ich mache das immer dann, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann dann spritze ich hier die Scheinwerfer sauber, damit ich wenigstens ein bisschen was sehe. Weil das ist nämlich nicht so übersichtlich. So, wie komme ich jetzt da rein? Ja, das Licht lässt nämlich ganz, ganz erheblich nach, wenn da Dreck davor ist. Das ist super realistisch. So, jetzt fahren wir da rein. Obwohl das Licht eigentlich noch ganz gut aussieht. Aber wir haben ja eh nichts zu tun. Das ist es ja. So, dann nehme ich dieses Spritzgerät an mich. Und dann machen wir das hier sauber. Sieht gar nicht mal schmutzig aus eigentlich, oder? Ist das jetzt besser? Slenderman! Ich bin der Slenderman! Alles klar, es geht los! Ich muss ablegen! Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was los ist, aber ich glaube Rauchentwicklung. Rauchentwicklung heißt Brand, das ist scheiße. Ich will keinen Brand, ich will einen Chemieunfall. Ich will eine Rauchgiftgaswolke, verflucht. So, wo fahren die Kollegen hin? Oh, die fahren noch gar nicht los, oder wie? Doch, jetzt. Der Notarzt, dem folge ich dann mal. Der wird ja wohl wissen, wo es hingeht. Mal wieder. Ja, der fährt aber zu schnell. Bleib stehen! Blöder Penner! So, querfällt ein. Das geht schon mal ein bisschen, ne? Solange kein großer Berg da ist irgendwie. Ich will noch eine Giftgaswolke. Ich will wissen, ob man die mit dem Turbolöscher niederspritzen kann. Das will ich wissen. Alles andere interessiert mich nicht mehr. So, da ist Gegenverkehr. Leute, die neu dazukommen, Zuschauer, denen sei gesagt, das ist scheißegal, das sind alles nur Hologramme, das ist überhaupt gar nicht die wirkliche Welt, das hier ist die Matrix. Eigentlich muss ich auch gar nicht löschen, weil das ist ja die Matrix. So. Oh, das scheint mir ein Wohnhausbrand zu sein. Das ist ja mal ganz was Tolles. Das haben wir aber auch schon gehabt. Wo brennt's? Ich sehe wieder nichts. Das ist wahrscheinlich dem schlechten Winkel zu schulden und deswegen muss ich jetzt gerade mal gucken, wo ist denn hier scheiß Brand? Ach, da oben. Sagt's doch gleich, ey.
Da lohnt sich eigentlich kaum, den Spritzer auszupacken, weil das geht mit dem Schlauch viel schneller, glaube ich. Ah, warte mal. Aufbauen kann er ja schon mal. Oh, da kann ich nicht dran. Da kann ich jetzt keinen Schlauch nehmen, oder wie? Das ist ja scheiße. Hinten vielleicht? Nee, wahrscheinlich nicht, weil die gar nicht parken können gerade. Weil ich ihnen den Weg versperrt habe. Ach nee, die bauen erst auf. Ist da ein Schlauch drin? Ich glaube nicht. So. Ah, na, geht's hier auch auf. Wunderbar. Schnappen wir uns hier mal einen Schlauch hier. Wer braucht schon den Zikun Turbospritzer, wenn er einen Schlauch hat? Sag ich mal. Das ist ja der totale Quatsch. Warum habe ich den blöden Spritzer überhaupt, wenn ich das hier genauso löschen kann? Vielleicht sogar besser. Was ein Schwachsinn, ey. Na gut. 500 Punkte habe ich. Sagenhafte 500 Punkte. Ich baue wieder zusammen das Autochen hier. Warte mal, ich guck mal bei der Bumse vorbei. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Bumse, wo bist denn du? Hallo Bumse. Hast du gerade Feierabend oder was? Magst jetzt nicht, hä? Was kostet's denn? Also, das ist ja mal ein arrogantes Dreckstück, hey. Antwortet überhaupt nicht. Kuh! So. Ja, vielleicht schaffe ich es ja doch noch irgendwann, einen Giftgasangriff zurückzuschlagen. Wer weiß. So, jetzt fahren wir darum. Schraddern an der Ampel vorbei. Macht ja nichts. Brauchen wir mal wieder tanken? Nö, brauchen wir auch nicht wirklich. Fahren wir einfach mal da durch. Und fahren wieder ein bisschen in der Prärie rum und hoffen, dass dann ein Giftgasangriff endlich mal kommt. Halt, mein Blaulicht. Das geht natürlich nicht. Das muss natürlich aus sein. Also ihr habt es gesehen, der Zikun-Turbospritzer ist völlig für den Arsch, wenn man einen Schlauch hat. Dann mache ich das halt jetzt immer mit dem Schlauch. Das ist einfacher irgendwie. Ja, ja. Fahren durch die Nacht. Haben nichts zu tun. Moment mal, war das hier nicht... Wohnt hier nicht der Entwickler? War das nicht hier? Hier irgendwo? Fahren wir mal da rein. Da wollte ich sowieso schon mal vorbeigucken und dann kam wieder ein Einsatz dazwischen. Dann konnte ich nicht nachgucken. Das probiere ich jetzt mal aus hier. Hier war doch, glaube ich, der Entwickler zu Hause, oder? Hier, denke ich. Das Doofe ist, man kann das Schild nicht lesen. Es ist zu dunkel, um das Schild lesen zu können. Scheißdreck! Wenn ich weiter zurückfahre, dann reicht das Licht nicht. Okay, vielleicht können wir, wenn wir hinlaufen... Oh! Ah! Ach nee, das ist wieder Feuer. Ach, scheiße. Ist doch Dreck. Wer will schon Feuer löschen? Wenn er einen ABC-Schutzsimulator hat. Das will doch keiner. So, jetzt gucken wir aber trotzdem sicherheitshalber mal hin. Ja, das ist schlauer. Nicht, dass wir uns da wieder verfransern. Also, wir fahren erstmal da ein Stück weiter hoch und dann müssen wir rechts abbiegen. Oh, da Horde, ich sehe den Brand. Da fahre ich doch direkt hin. Wenn das geht. Ist immer ein bisschen riskant, weil da können Fahrzeuge umfallen. Oder es könnte ein Zaun im Weg sein. So Zeug halt, ne? Aber in diesem Fall habe ich das hervorragend gelöst. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich da auf die Straße draufkomme und nicht wieder an der Leitplanke lande. So, wo ist die Einfahrt? Wo ist die Einfahrt? Ich weiß es nicht. Da drüben oder? Warte mal, wo sind denn die Kollegen? Wo fahren die denn hin? Kommen von da und fahren wohin? Okay, dann sind wir richtig hier. Dann müssen wir hier rein. Das ist echt nur ein scheiß Brand wieder, Mann. Ich will Giftgas. Ich habe das erst einmal machen dürfen und habe dabei versagt. Deswegen will ich das nochmal ausprobieren. So. Ah, komm, fahr da rum. Ach, scheiße. Kleiner Stau. Ja, Freunde. So.
hier rum. Da oben sehe ich es ja schon brennen. Wie komme ich da am besten dran? Ich sehe wieder nichts. Außerdem hänge ich hier an dem scheiß Drecks-Container mal wieder. Von hier vielleicht. Mal schauen. Man sieht aber auch gar nichts hier jetzt. Oh, da. Scheiße, wie komme ich denn da hin? An diesem blöden Turm. Da werde ich doch wohl nicht wirklich mal den Spritzer brauchen. So, zurück, komm. Zurück, 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 zurück. Wie komme ich an diesen blöden Ding am besten hin? Am besten, Moment. Fahr rum hier um die Kurve. Ja, ja, komm, das geht schon. Das geht schon. Jawohl. So, und jetzt fahren wir hier rum nochmal ein Stück. Zack, zack, zack. Ein bisschen umständlich gerade, was? Naja. Ich komme da nicht weg gerade wieder. Scheiße, ich will doch nur wenden. Das muss doch gehen hier. Sag ich doch. So. Ich sehe es nach wie vor nicht, das Feuer. Ob ich schon da dran komme, ist die große Frage. Das ist die große Frage. Naja, von der anderen Seite wäre es fast besser gewesen. Naja, egal, komm. Wir versuchen das mal auszuprobieren und dann schauen wir weiter, ob es passt oder nicht. Und wenn nicht, kann ich auch nochmal meinen Schlauch holen eventuell. So, ich brauche die Perspektive anders, ne? Ist klar. So, und jetzt hoch mit dir. Scheiße, da sehe ich gar nichts. Hoch mit dir, komm. Ob das reicht von hier? Ich weiß es nicht. Das bringt gerade nichts, habe ich das Gefühl. Wisst ihr was? Ihr leckt mich alle am Arsch hier. Lösch du mal alleine. Wo sind die Kollegen? Wo stehen die wieder rum? Am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt stehen sie wieder. Warum die hier stehen, das ist mir ein absolutes Rätsel. Aber macht nichts. Wir sind ja so gut, wir machen ja alles selber und allein. Und da ich mittlerweile weiß, dass es mit dem Schlauch genauso geht eigentlich, während der irgendwo hier in die Pampa spritzt, versuchen wir es hier von der Seite mit dem Schlauch. Das ist allerdings schon sehr weit, oder? Ja, komm, das geht, Alter, das geht. Bloß ganz da hoch komme ich nicht, offensichtlich. Das ist das Problem. Kann ich da außen rumlaufen? Nein, kann ich nicht. Okay, also dann müssen wir den Turbospritzer doch einsetzen und zwar anders, von der anderen Seite. Oh, ich muss auf die Turbinen aufpassen. Ach komm, das ist doch nicht wahr hier. Schau doch mal an, das geht doch viel weiter nach oben. Was ist das für ein Dreck? 20 Meter aus. Ach, kotz doch die Wand an! Blöde Kacke hier! Jetzt habe ich wieder 0 Punkte, oder was? Also, das ist jetzt hier mal Feierabend. Jetzt habe ich gerade keinen Bock mehr auf diese blöde Mistkacke. Wenn ich jetzt fortsetzen mache, wie viele Punkte habe ich dann? Wahrscheinlich 0. Was hatte ich vorher? 500. Ich war doch nicht so nah an dem Ding dran. Das hat doch irgendwo in die Wolken reingeblasen. Was ist das für ein Schwachsinn? Oh, Hass. Hass. Ja, 0 Punkte. Okay. Also, dann höre ich jetzt mal auf. Da habe ich jetzt mir ein Päuschen verdient, würde ich sagen. Speichern brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Nö. Ja, wenn es euch gefallen hat, trotz allem, oder gerade deshalb, weil ich gerade wieder versagt habe, wäre es schön, wenn ihr mir ein Like da lasst. Ich möchte auf jeden Fall nochmal Giftgaseinsatz spielen. Und ansonsten müsst ihr mir noch sagen, was nach dem Unterbrandmeister kommt. Wenn ich mal diese 3000 Punkte erreicht habe, was kommt da noch? Kommt da noch was? Und nur dann würde ich weiterspielen, würde ich sagen. Alles klar, dann verabschiede ich mich jetzt. Und wir sehen uns irgendwann wieder. Ciao, ciao, bye, bye. Auf Wiedersehen.